ins Ernsthaft teilen. Ja, jetzt haben wir die Grube. Muss ich was anderes da reinlegen, damit es wieder zugeht? Nö. Tja, ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich muss mich da reinfallen lassen, ne? Okay, Augen zu und durch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ich habe auch gar keine andere Wahl gehabt, irgendwie. Da wärst du ja direkt freundlich begrüßt. So, weggeklatscht. Bin ich hier irgendwo, wo ich schon war? Aha, eine Platte mit einem Schalter. Okay. Gibt es hier sonst vielleicht noch irgendwas Aufregendes? Bevor man den Schalter, die Platte, was auch immer betritt? Ein Teleporter. Natürlich. Okay, wir müssen also was hier ablegen. Wir legen was ab. Nur was? Vielleicht braucht man den Schädel ja auch nur einmal. Okay. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich muss ja hier durch. Wo komme ich denn nun wieder raus, ist die Frage. Hoffentlich wieder nicht, aber an was ganz Merkwürdigem. Eine Treppe nach oben. Hä? Wo bin ich? Wieso habe ich das Gefühl, das ist was, wo ich schon war? Das ist wirklich was, wo ich schon war. Und ich habe gar keine andere Wahl. Wald? Ach du Scheiße. Und da hinten geht die Treppe wieder runter? Es ist nicht euer Ernst, oder? Ich muss also durch die Tür. Und hier überall lang, wo ich schon gewesen bin. Ich kann nur beten, dass ich hier irgendwie ganz normal weiterkomme irgendwann. Ja, verdammt. Kommt die denn schon wieder her? Das schmeckt mir eigentlich gar nicht. Lass mich raten, wenn man dann irgendwann mal das passende Teil für die Maschine findet, was auch immer das sein soll, dann kann man wahrscheinlich das Wasser abdrehen, also abpumpen. Da, wo das Wasser war. Was ist denn da links noch? Habe ich da was übersehen? Aus irgendeinem Grund ist der Teil der Karte nicht aufgedeckt. Warum nicht? Merkwürdig. Oh, ey. Das ist merkwürdig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich hier schon war. Ich treffe mal wieder fast nichts hier. Die sind einfach nur lästig, die Mistviecher. Und dann wird auch immer nur Bakata vergiftet. Ja klar, weil ich habe ja diesen Giftschutzring an. Na, irgendwann werde ich die schon wieder beleben können. So, aber irgendwas... Warte mal, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht schon aufgedeckt habe. Hm. Ja, sicher war ich hier schon. Oren, it
is true, I tell you. The rocks are... Natürlich war ich hier schon. Nur, weil ich das alles ja nochmal machen musste. Ah, scheiße. Jetzt ist die Frage noch... Wo muss ich noch hin? Ja, und irgendwie muss ich ja noch das fehlende Teil für die Maschine finden. Das soll aber angeblich irgendwo in Level 4 sein. Okay, jetzt gehen wir bis zur Wand. Das heißt, ich muss einen riesen Weg nochmal machen. Ich kann hoffen, dass ich irgendwie an die eine Stelle zurückkomme, wo man dann den zweiten Hebel irgendwie machen muss. Ist dieses Backtracking beabsichtigt? Muss man das? Wenn ich das wüsste. Vor allem ist der Mist, dass die ganzen Kackviecher hier zurückkommen. Na, speichern wir das nochmal unter Löcher, Minen ab. Ja, ich habe ja gar keine andere Wahl, als dass ich den Weg nochmal gehen muss. Meine Fresse. Eine andere Wahl blieb mir ja auch gar nicht. Ich muss nachher da irgendwann den Teleporter nutzen. Denke ich. So, jetzt bin ich da wieder. Und komme dann hoffentlich wieder in dem Raum raus, wo die vier Geheimtüren sind. War doch da, oder? Ja. Okay. Ja, da in der Ecke, da bin ich zuletzt hochgestiegen. Also wieder nach links. Und dann nachher die Treppe nach oben. Dann könnten wir mal noch den Rest... Warte mal. Wo bin ich jetzt gerade? Ach ja, die Tür war ja immer noch verschlossen. Das hieß ja, die lässt sich nicht öffnen, ne? Oder was war das? There's no way to pick this lock. Wann war das denn? Schon wieder Räder, von denen ich, die ich lieber nicht drücken will. Was passiert da? Ich hoffe, ich tue das Richtige. Oh, scheiße. Hoffentlich habe ich das Richtige getan. Ich hoffe es wirklich. Wo bin ich? In einer ganz anderen Ecke, wo ich noch nicht war. Komischerweise zeichnete der die Karte gerade nicht. Mhm. Auf was für einer Etage war ich jetzt? Da sind jetzt zwei Gruben, rechts und links, oder was? Wie habe ich denn das geschafft? Oh. Okay, hilft ja nichts, ne? Ich hoffe, ich werde da unten nicht gleich überrascht. Sie wachen auf. Ach so. Heilen. So. Da wollen wir mal gucken. Wollen wir jetzt mal schauen, was passiert. Ich habe ja gar keine andere Wahl, als mich da durchfallen zu lassen. Ja, was bleibt mir schon anderes übrig? Hä?
Moment grad. Ich muss also wieder was hier ablegen. Mal wieder. Muss mal wieder an Dolch dran glauben. Auf die Plätze, fertig, tot. Jetzt frage ich mich wirklich, auf welcher Etage ich bin. Irgendwann muss man doch in Etage 4 oder was angekommen sein und muss da irgendwas finden. Ich hoffe dann wirklich, das Teil für die Maschine. Das klingt jetzt aber mal gar nicht gut. Ich hoffe, die können das nicht gut ab. Scheiße, was sind das für Viecher, ey? Hält was aus. Wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Ich hoffe, hier gibt es Geheimwände, wo man wieder... Ah, das ist ein Schalter. Okay. Das heißt, irgendwie kommt man hier auch wieder raus. Was sind das für Löcher? Ist aber auch nichts drin. Da. Wo bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt in der besagten vierten Etage? Level 3. Es ist schlimm. Ich nenne das nochmal sichern unter Löcher, Minen. Meine Fresse. Hier wird's aber spannend, muss ich sagen. Ja, danke. Ah, nein, und das war... Mit dem Vieh hatte ich schon mal zu tun. Das konnte man nicht umbringen. Da gab es kein Mittel dagegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen das Vieh ankommen soll. Ich habe dem Schaden zugefügt. Aber ich... Muss man den mit meinem Hammer zerschlagen? Tatsache, was zum Teufel? Man kriegt den mit dem Hammer kaputt. Oh, ihr Scheißviecher. Gut, dass ich diesen Hammer mitgenommen habe. Boah, Alter. Hier geht's aber ganz schön zur Sache. Scheiße. Ihr geht mir auf den Sack. Ehrlich, ich habe hier keinen Bock zu sterben. Oh, ich hoffe, ich kann mich jetzt hier mal kurz ausruhen. Oh, verdammte Axt. Das gibt's ja nicht, ey. Meine Güte, das ist gerade ziemlich nervenaufreibend, heftig, fetzig. Alter Schwede. Speicher ab. Boah, ey. Bitte sagen Sie jetzt nichts. Wo bin ich hier eigentlich? Ich habe dieses Felsenvieh platt gekriegt. Wenigstens das. Was ist das denn? Kann man das kaputt schlagen? Okay, dann weiß ich Bescheid. Wir kommen hier nachher irgendwie raus. Ich möchte nur vorher den Rest untersuchen. Nein, sowas! Welcher Zufall! So viele Zufälle kann es ja gar nicht geben. Oh, nee! Diese Kackviecher sind offensichtlich schwer zu treffen. Ah. Oh, da hinten kommt schon wieder das nächste Mistvieh ums Eck. Ja, sieht aus, als müssten wir nachher das Ganze durchhacken. Ja, von da bin ich gekommen. Das heißt, ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich muss da lang, gell? Ja, ja, muss ich. Okay, also denn. Die... So, okay. Hacken wir das mal auf. Alles klar.
Behalt die mal noch im Auge, die Hacke. Also, nimm mal mit, heißt das. Zeit für einen Feuerball. Ah, Zauberkraft hat sich verbessert. Sledge. Das speichern wir mal ab. Das ist ja schon mal ganz klar, ne? Junge, 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 hier geht's mächtig zur Sache. Ich hoffe, hier ist keine Geheimschaltung irgendwie. Okay. Denn da muss man ja auch ständig drauf gucken, ob man nicht hier irgendwas Geheimes übersieht. Da musst du wirklich alle paar Meter musst du mal gucken, was hier Phase ist, du. Oh, ey. Das ist krass spannend. Ich habe das nicht als so krass in Erinnerung, vor allem schon gar nicht als so dermaßen weitläufig. Und überall das Zischeln dieser Viecher. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Das ist ja wirklich ein richtiger Irrgarten hier. Ach, wie praktisch. Das gibt Licht ins Dunkel. Ich bin auf welcher Etage? 3. Das heißt, ich muss noch eine Etage tiefer, weil ich meine, gelesen zu haben, ich muss was in Level 4 finden. Nichts Geheimes da gewesen, wirklich? Auch wenn es sich so angehört hat. Ich glaube, es wird Zeit zu speichern. Das hört sich so an, als ob da was ganz in der Nähe ist und mich gleich angreifen wird. Oder ist es irgendwas hinter versteckten... Da ist ein Schalter. Gibt es sonst noch was? Vielleicht habe ich ja noch ein S in der Wand vergessen. Nee. Da ist ein Schalter und hier ist auch noch was. Bevor ich diesen Schalter drücke, werde ich erstmal gucken, was hier sonst noch ist. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück zum Schalter nachher noch. Ich hoffe, ich war hier noch nicht. Nee. Und dann gucken wir mal, ob da oben in der Ecke noch was ist. Und dann geht zu dem Schalter zurück. Dann könnte man sich im Idealfall nicht wirklich verlaufen. Ah, oder doch. Scheiße. Oh Mann. Jetzt wird's eng. Da geht er dahin, mein Zauberstab. Versuchen wir den Rest mal so klein zu klatschen. Meine Güte, hier ist ja wirklich ein richtiges Nest. Wir sind ziemlich schmerzfrei, stelle ich hier gerade fest. Mann, die halten ganz schön was aus. Ich möchte das gerne überleben. Wie schmecken euch denn ein paar Insekten? Ich glaube, das hilft null. Das wird die kaum beeindrucken, glaube ich. Na, es hat sie nicht wirklich gejuckt. Jetzt reicht's mir aber. Ich habe die Schnauze langsam voll. Es wird Zeit, dass ich raste. Nun triff doch. Mach die kaputt, Mann. Ich will noch nicht sterben. Nicht dies... Nicht auf diese Art. Okay. Das rettet mir vielleicht gerade noch den Arsch. Boah, ey. Jetzt triff doch.
Oh, es langt jetzt. Boah. Drecksviecher. Hoffentlich kann ich jetzt rasten. Scheiße! Das gibt's nicht! Du kommst hier nicht zur Ruhe! Oh, ey. Ich hau immer daneben. Ganz geil. Hier muss es doch irgendwo einen Punkt geben, wo man mal rasten kann für einen Moment. Verdammte Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Na, da kommen noch mehr. Oh, nee. So langsam muss doch mal gut sein. Ich fasse es nicht. Ich treffe aber auch nicht. Und wenn, dann treffe ich für nix, ey. Du kriegst die Viecher so nicht kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwann muss man die doch mal erledigt haben. Das nimmt echt kein Ende mit den Drecksdingern. Scheiße. Oh. Ich möchte aber auch nicht die ganzen Feuerbälle verballern dafür. Und langsam wird's dunkel. Das ist endlos. Das geht endlos so weiter. Du kommst hier nicht mehr raus, glaube ich. Wir werden alle sterben. Ich will hier aber nicht sterben, verdammt nochmal. Jetzt reicht's mir langsam. Das muss doch möglich sein, hier irgendwie rauszukommen aus dieser ganzen Scheiße. Das gibt's doch nicht, ey. Es dauert aber auch arschlange, bis unsere Leute mal ausholen, um zuzuschlagen. Ja, danke. Oh nein! Es ist mir scheißegal. Heilen. Wenn ich jetzt nicht gleich hier irgendwo rasten kann, drehe ich in Ruhe rasten. Ich drehe durch. Das ist ein Ding von der Unmöglichkeit. Das geht nicht. Boah, ey, das ist gerade ganz schön nervig hart. Du kommst hier absolut nicht zur Ruhe. Das geht nicht. Ich muss mal eben schnell auf der Karte gucken, wo ich bin. Ich muss hier raus aus dieser Etage. Ganz klarer Fall. Ich muss hier weg. Wenn ich die Wand immer links von mir habe, dann komme ich hier hoffentlich schnell raus.
Ich sagte, schnell raus. Ich muss einfach die Beine in die Hand nehmen. Ich habe keine andere Chance. Dann finde ich hoffentlich nachher schnell diesen verdammten Schalter und komm hier weg. Oh Mann. Hoffentlich komme ich nicht vom Regen in die Traufe. Verdammte Scheiße. Mist. Scheißdinger haben das über... Mein Zauberstab ist weg. Ich habe keinen Feuerballstab mehr. Ab jetzt wird's groovy. Vor allem, wenn ich ständig daneben schlage, dann bin ich gleich erschlagen. Oder erbissen. Oder was auch immer. Und auf jeden Fall T-O-H-T. Nochmal, ey. Heb auf. Ich wünsche mir, dass ich jetzt endlich rasten kann. Alter, ey. Kaum noch Waffen am... kaum noch Zauber... also nichts mehr mit Zauberstäben am Start. Das gibt's nicht. Ich pfeife auf dem letzten Loch, ey. Mann, 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 Mann. Ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad ja auch noch nicht auf leicht stehen. Ich möchte das ja mit dem mittleren Schwierigkeitsgrad versuchen durchzuspielen. Damals habe ich es auf dem leichten Schwierigkeitsgrad gemacht. Ein Portal! Und sonst so? Da ist doch ein Schlüssel. Ja, den nehmen wir ja wohl mit. Silberschlüssel. Ich habe was von Silberschlüssel gelesen. Ja toll, ich bin natürlich den komplett falschen Schlüsselweg gegangen. Da war die Rede von Silberschlüssel mit irgendwas. Die Frage ist, was machst du mit dem? Das hier kann man nicht aufmachen, oder? Ich frage mich auch, warte mal, ich muss mal hier pausieren. Ich muss mal gerade gucken. Irgendwann fiel doch der Begriff Silberschlüssel. Die Frage ist, was mache ich mit dem? Da muss ich doch mal eben kurz hier schauen. Silberschlüssel, Silberschlüssel. Shiny Key. Und dann nach Level 1. Wenn man in Level 4 den Gear gefunden hat, kann man auch in Level 0 die Maschine anschmeißen. Ich war noch nicht in Level 4. Ich habe überhaupt keine Idee, wie ich da hinkommen soll. Also ich bin, glaube ich, noch nicht in diesem Game in Level 4 gewesen. Da muss ich doch mal eben meine Karten durchforsten. Ich bin mir sicher, dass ich da noch nicht in Level 4 war. Vielleicht bringt mich der Teleporter ja da noch hin. Level 3. Was sagt die Karte? Oberer Opinwald. Okay, Level 3. Level 2. Level 1. Das heißt, ich war definitiv noch nicht in Level 4. Ich hoffe, ich komme da gleich hin. Und finde dann endlich das fehlende Ding, damit ich oben die Maschine anschmeißen kann. Ich hoffe, ich brauche den Schlüssel nicht jetzt hier. Bitte bring mich zu Level 4. Irgendwohin, wo ich noch nicht war. Irgendwie muss man doch nach Level 4 kommen. Was? Jetzt bin ich ja schon wieder hier vorne. Ist nicht wahr. Wie kommt man denn nach Level 4? Verstehe ich jetzt nicht. Warte mal, hier hinten, da bin ich doch sicher auch schon gewesen. Lad das nochmal eben. Warte mal, wie war das? Achso, ich hatte da jetzt noch gerastet.
und bin dabei, den Schalter zu betätigen. Ah ja, das heißt, ich komme hier ja gar nicht anders raus. Ich muss so. Das heißt, ich muss schon wieder den ganzen Mist durchlatschen. Ne, oder war hier noch was? Nee. Okay. So, das heißt, da war. Ja, warte mal, doch, hier das Schloss. Ich frage mich nur.